Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Hallöchen. Wir spielen heute The Last Stand. Wie spricht man das aus? Aftermath? Aftermatch? Aftermath? Keine Ahnung. Ich kann kein Englisch. Das Spiel mit einem Controller. Achso. Wird empfohlen? Okay, ich habe keinen Controller. Okay, das kann was werden. Das Spiel wurde mir von einem Abonnenten empfohlen. Ich habe tatsächlich den Namen vergessen, aber falls du das Let's Play guckst, liebe Grüße gehen raus. Und ja, wie gesagt, ich habe eine kleine Probeaufnahme gemacht, ob alles läuft. Ich hoffe, es läuft alles einwandfrei. Ein bisschen die Einstellungen durchgecheckt und sowas. Ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht groß rum und machen direkt legen direkt los. Okay, weiter. Okay, kann ich kein neues Spiel machen? Okay, ich kann den löschen. Das war quasi meine Probeaufnahme. Spielzeiten, nichts. Okay, T löschen. Ja. Ah, jetzt geht neues Spiel. Okay, los geht's. Fünfzehn Jahre später. Trinity, warum hältst du an? Hast du keinen Treibstoff mehr? Ja, der Tank ist leer. Ich finde es heraus. Wie, ich finde es heraus? Du musst doch wissen, ob du noch Tank da drin hast. In der Nähe sollte sich ein alter AERC-Kontrollpunkt befinden. Ich würde sagen, du fängst dort an. Sie sind normalerweise ausgeräumt, aber sie haben gesicherte und versteckte Geheimlager. Verstanden? Ich werde nachsehen. Nachschauen. Okay, bleib stark und viel Glück. Alles klar. Und das sind wir. Wir sind eine junge Dame mit einer Pistole. Ich dachte erst, sie wäre barfuß. Aber das sind Gummistiefel, oder? Oder Stiefel allgemein? Keine Ahnung. Ein bisschen, wie gesagt, bin ich hier schon rumgelaufen wegen Probeaufnahme. Das zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Das Auto braucht keine Reparaturen. Okay. Kann man hier hinten noch was machen? Nein. Kann ich wieder einsteigen? Nein. Okay. Okay, beim Sprinten ja. Zack, zack, zack. Wir laufen hier so ein bisschen rum. Okidoki. Ja, hier haben wir die Lebensanzeige, denke ich mal. Ausdauer, Munition, Waffe, Machete. Okay. Das sind die Zombies hier. Das finde ich natürlich geil gemacht, ne? Das sieht schon echt cool aus. Aber ich kann weder reinzoomen noch rauszoomen. Ich würde echt gern ein bisschen reinzoomen können. Das wäre echt richtig cool. Hey, kann man die auch vom Namen klicken? Ah ne, ich kann nur rüberlaufen. Okay, das sieht schon mal nice aus. Hat was. Und ich kann anscheinend nicht zurück. Also das heißt, wir müssen rüber. Und ich habe quasi nur bis hier vorne gespielt, die Aufnahme gemacht. Was hier jetzt passiert, keine Ahnung. E, ja, ich drücke E. Ah, jetzt geht's. 9 mm Kugeln. Verstehe ich das richtig? 10 Stück?
Oder was bedeutet das? 9mm Kugeln, wie viel habe ich denn? 5? Wo ist denn mein Inventar? Ich habe keine Ahnung. I für Inventar? Nein. Habe ich überhaupt ein Inventar? Ah. F ist Flashlight, okay. Keine Ahnung, vielleicht kommt das noch. Um mit einer Nahkampfwaffe anzugreifen. Will ich das? Wow. Wow. Hä? Ach so. Ist ja mit der Maus hier, ne? Boah, das wird aber... Boah, fuck. Ich bin gebissen. Oh no. Ja, ich möchte gerne... Warum? Jetzt macht... Hä? Jetzt macht das. 9mm Kugeln. 0,2 Gewicht. Alles nehmen. Wir nehmen natürlich wie in jedem Spiel am Anfang immer alles, was geht. Leer. Fuck. Was ist das? Das muss es sein. Aber ich glaube, ich muss den Generator einschalten. Ich glaube, es ist cleverer, wenn wir den, wenn wir die erst ausknipsen, ne? Boah, wie wegfliegen. Meine Machete kaputt? What? Oh, Arm abgeschnitten. Ich muss mal kurz gucken. Okay, so schleichen wir. Okay, also Bewegungstaste und Leertaste mache ich einfach eine Rolle. Ich gucke jetzt so ein bisschen gerade die Steuerung durch. Leer. Okay, so macht man das. So ist Schleichen. Machete ist kaputt. 9mm Kugeln, 0,2. Nehmen wir auch alles. Guti, guti, guti. Dann würde ich sagen, haben wir hier geräumt und dann können wir den Generator einschalten. Oh Gott. Ah, okay. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Fuck, fuck, fuck. Fuck. Geh da rüber. Oh mein Gott, wie viele kommen denn da? Ich hab keine Muni mehr. Hä? Was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Okay. Musste ich sterben oder was? Okay, der Tod ist nicht das Ende der Welt außerhalb der Kolonie. Ist hart. Menschen werden sterben. In dieser Zelle befinden sich freiwillige Mitglieder der Kolonie, die infiziert sind und sich entschieden haben, ihren letzten Widerstand jenseits der Mauern zu leisten. Jeder Freiwillige bringt Ausrüstung mit, die auf seinem Hintergrund basieren. In Zukunft wirst du mehr Freiwillige zur Auswahl haben. Okay. Jesse Brooks. Okay, okay. Muss ich jetzt tun? Ja, Freiwilligen wählen. Ah, okay. Ich musste sterben. Okay, gut. Kann man hier hoch? Nein, anscheinend nicht. Der Anfang von das Ende. Sprich mit Trinity, sprich mit Statman. Wer bist du? Hust. Alles klar. Hi, Hust. Also, grafisch macht das schon ein bisschen was her, finde ich. Okay, hier sind ein paar Betten.
Streamer, Cosplayer, okay, ist das irgendwie eine echte, also eine Mitentwicklerin oder sowas? Oder ist das wirklich eine echte Streamerin? Okay. Kann man dazu, könnt ihr mir dazu mehr sagen, wer das ist? Oder war das einfach nur die quasi die Hauptfigur, die ich gerade gespielt habe? Radar. Ah, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Wissen weitergeben. Okay. Infektionsbeständigkeit. -5% Infektion aus allen Quellen. Wir lernen mehr über die Mutation des Virus und können sie besser kontrollieren. Okay, das sind Fähigkeitenpunkte. Nice. Überleben. Suchgeschwindigkeit. Wissensaufbewahrung. Haltbarkeit der Waffe. Bolzenschneider. Modifiziertes Funkgerät. Okay. Rezept. Mutationen. Okay. Inventar. Okay. Oh mein Gott, da brauche ich noch Karte. Aktuelle Position. Union City. Okay. Oh, hallo. Sprechen. Nur eine Sekunde. Ich hab's gleich. Kannst du das hören? Hey, Junge, ich stehe direkt neben dir. Was ist denn mit dir? Es ist eine Stimme. Ich schwöre es. Vielleicht, wenn ich die untere Frequenz weglasse. Okay. Alles klar. Sprich mit Steadman. Wer ist denn Steadman? Du bist bestimmt Trinity, oder? Was kann man denn hier machen? Gegenstände. Feuerherstellung. Okay. Kombiniere zwei Gegenstände, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Entdecke neue Rezepte, indem du Gegenstände kombinierst. Verwende Werkbänke und Feuer, um deine Herstellungskombination zu erweitern. Okay, nice. Cool. Ah, guck mal, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hier. Hector, hey, was brauchst du? Waffenkammer öffnen. Cool, dieser Gegenstand ist beschädigt. Okay, der hat eine Zange, den Revolver. Okay, der hat quasi nichts. Schön, dass wir mit dir geredet haben. Reden wir erstmal mit der Dame hier. Amy. Hallo, Dr. Steadman bat darum, dass du mit ihm sprichst. Oh, ich wollte mit dir reden. Dr. Steadman. Ist schon gut, Amy. Mach weiter. Fass dich kurz. Hey, hilfst du mit? Ich helfe Dr. Steadman mit den Freiwilligen. Ich lerne sehr viel. Ich studiere, um Arzt zu werden. Ein Arzt? Ja, hoffentlich kann ich irgendwann auch mal an Vorratsbesorgungen teilnehmen. Ich bin noch nicht ganz so weit, ich muss noch viel lernen. Okay, dann lernen wir schön fleißig weiter. Dr. Steadman. Ah ja, unser nächster Freiwilliger. Mein Name ist Dr. Steadman. Ich werde heute deinen Ausgang beaufsichtigen. Nimm das. Das ist ein Autoinjektor für Antiviren. Mein Gott, komplizierte Wörter hier. Suche nach einer HERC-Kommunikationsstation, die normalerweise Nachschub bereithält. Gibt es sonst noch etwas, das, bei dem ich dir weiterhelfen kann? Antiviren. HERC produzierte eine ziemlich große Menge davon und verteilte sie an ihre Truppen. Sie lagerten es in den okay. Kommunikationsstation, medizinische Station. Die Antiviren sind vorbeugend. Wie gesagt, es wird die Ausbreitung des Virus für kurze Zeit stoppen. Mein Gott, diese neue Form des Virus spricht zwar den alten Hemmstoff an, aber die Vorteile sind begrenzt. Er hat Änderungen überhaupt nicht vorgesehen. Okay, also wir können wahrscheinlich noch... wie viel Zeit habe ich? Normalerweise 3 bis 4 Tage. Diese Virusmutation scheint viel langsamer zu agieren als sie im ursprünglichen Ausbruch. Ich will etwas anderes fragen. Auf Wiedersehen. Ciao mit V. Sprich mit Trinity. Wie geht's? Auch ganz gut eigentlich. Und dir?
Trinity. Ich weiß, dass du stirbst. Daher mache ich es kurz. Oh, toll. Dr. Stedman sagt, dass die meisten von euch nur noch ein paar Tage haben. Wahrscheinlich hat man es dir nicht gesagt, dass du hierbei angemeldet hast. Ja, die Kolonie hat leidet unter Hunger. Wir möchten, dass du zur Mauer fährst. Finde einen Weg hinaus. Wir brauchen Vorräte, Waffen, Munition. Aber die tote Zone ist leergeräumt. Nimm diesen Wagen, such, was du finden kannst und bring es zurück. Irgendwelche Fragen? Och, ne, kurz und knapp. Ich schau mal, ich bewundere, was du tust. Das bewirken. Also quasi rausfahren, Vorräte suchen, zurückbringen. Wird erledigt. Kann ich nicht den Truck hier haben? Da krieg ich doch viel mehr Vorräte mit. Buzzard. Willst du rausfahren? Jo. Gut, gut. Also, du passt jetzt auf unsere Bessie auf. Bessie? Sie ist nicht im besten Zustand. Zum einen ist die Tankanzeige kaputt. Ja, geil. Aber keine Sorge, wir haben einen Sender an ihr angebracht, damit wir sie zurückholen können. Okay. Mach einfach deinen Job, damit ich und meine Jungs unseren machen können. Mein Job? Du findest... Was? Du findest Versteck. Dann aktivierst du den Sender. Dann, wenn du aufgehört hast, auf das alte Funkgerät zu reagieren, sind wir dran. Wir sammeln alles auf und bringen es zurück. Ah, okay. Hab's gecheckt. Halte F, um das Auto zu starten. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah, wie ist sie denn losgefahren? Trinity, hast du keinen Treibstoff mehr? Nicht schon wieder. Ich werde dieses Arschloch umbringen. Buzzard. Ah, scheiße, das tut mir leid, Boss. Die Jungs haben wohl vergessen, sie aufzutanken. Du bist in der Innenstadt, richtig? Wir haben da eine Abwurfzone mit etwas Benzin. Geh und hol es dir. Wenn wegen dir noch ein Freiwilliger stirbt. Ich schwöre bei Gott. Ja, denn? Würde ich mal sagen, geht's jetzt langsam los, wa? Viel zu lesen, das ist ja voll mein Spiel hier. Ölfilter. Alles nehmen, scheißegal. Boah, mir fliegt gerade die ganze Zeit so eine scheiß Fliege vorm Bildschirm rum. Die nervt mich gerade ein bisschen. Leer. Schrotpatronen. Leck mich, scheiß Fliege. Entschuldigung. R drücken, um Waffe nachzuladen. Oh mein Gott, lädt er die Waffe langsam nach. Ein Ziegelstein. Mitnehmen. Okay, was war das? Schleichen. Warte, wo war Schleichen nochmal so? Okay, da kann ich rein. Da kann ich nichts machen. Okay. Okay, die reagieren auf Licht. Kann man hier Takedowns machen? Okay, das Vieh weiß, wo ich bin. Okay. Kann man den jetzt töten oder so? Okay, keine Ahnung. Flashlight an. Tonne anmachen. Ah, wir haben Licht. E. Leer. Okay.
Ich glaube, hier in so einem Keller so eine Tonne anmachen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Kohlenmonoxidvergiftung und so, glaube ich, ne? Was muss ich machen? Kuh. Ah, okay. Cool. Treibstoff. Der wenige Treibstoff, der übrig bleibt, ist von ziemlich schlechter Qualität. Daher kommst du mit dem, was du findest, nicht weit. Finde solche Benzinkanister, um dein Auto bei Bedarf aufzutanken. Die Menge des Treibstoffs in deinem Tank wird unten links angezeigt. Ah, okay. Das war's? Okay. Lappen. Ja, ich habe nichts anderes. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Achso, hier muss ich mich ducken, okay. Flashlight ausmachen. Gibt's hier irgendwo ein Symbol? Flashlight an. Aber die kostet auch keine Batterie, glaube ich, ne? Okay, das ist schon mal gut. Hier ist nix. E wird mir, wenn ich was durchsuchen kann, wird mir schon anscheinend weit, okay, weit genug gezeigt, so wie hier. Dann brauche ich quasi nicht alles hier durchsuchen und jedes Fistelchen absuchen. Vermute ich jetzt einfach mal. Gehen wir mal da rein. Okay. Antiviren erworben. Ein Serum, das die Infektion für eine kurze Zeit stoppt. Während es aktiv ist, bist du gegen weitere Infektionen aus allen Quellen immun. Suche nach HERC-Strukturen, um deine Fläche nachzufüllen. Funkstörung. Doktor, bist du da? Statman hier. Hast du die Antiviren gefunden? Das habe ich. Nur eine Dosis. Gut, gut. Die Dosis hält nur für eine bestimmte Zeit an. Halte Ausschau nach Strukturen, die meisten hatten Spender aufgestellt. Mach dir die Mühe und besorg dir den Vorrat. Ja, es läuft aus. Kurz darauf ist eine neue Dosis erforderlich. Also halte deine Augen offen. Solange sie jedoch aktiv ist, wirst du immun gegen die Infektion sein. Verstanden, Ende. Ich würde gerne nochmal hier oben weiter gucken, bevor wir weiter marschieren. So. Mitnehmen. Weil wir müssen ja für unsere Kolonie alles Mögliche an Zeugs finden. Verwende Tab, um den Rucksack zu öffnen. Ah, alles klar. Stumpf, stumpf. Gibt es denn so eine Art... Oh mein Gott. Ausgerüstet. Gibt es hier eine Haltbarkeit? Ah, Haltbarkeit. Oben rechts. 15 von 33. Oh mein Gott. Kann das sein, dass sie ganz schön schnell an Haltbarkeit verlieren? Okay, ich würde sagen, wir sind hier durch. Tanken wir unsere Karre auf. Kein Treibstoff. Wie tanken wir? Da. Das ist auch cool, dass wir die dann zur Zapfsäule hin müssen, finde ich. Und dann auftanken müssen. Coole Animationen. So. Auf. F. Aktuelle Position. Das Ende Heimatbasis. Wohnviertel. Okay. Das ist dann wahrscheinlich das Gebiet, was geräumt und sicher ist. Legende, Gefahrenlevel, Station, Händler, Geheimversteck, Restaurant. Okay. Blockade. Ein Treibstoff. Okay, warte mal. ESC. Wir haben 3 Treibstoff und 10 von diesen Motordings, Bums.
Reise nach Winterfield Lane. F. Reisen. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Diner. Open 24 Stunden. 24 Stunden. Eine der Annehmlichkeiten der alten Welt. Heutzutage ist jede Art von Nahrung ausreichend. Ein Restaurant. Zwei von zwei, okay. Fokusmodus. Halte vor. Wenn du fokussierst, gewinnst du einen Einblick in die Umgebung. Während des Kampfes verlangsamt Fokus auch die Zeit und erhöht den Schaden. Du hast eine begrenzte Fokuszeit. Sie verringert sich schneller, wenn du dich bewegst und feuerst. Aha. Ah, da ist der Balken, okay. Da ist mein Auto, da sind die Ziele, okay, okay, okay. Gehen wir natürlich erstmal oben. Oh mein Gott. Warum glitzert der? R alles nehmen. Was ist mit ihm denn da? Ich will tatsächlich aber erst diese da ausknipsen. Jetzt. Lifestyle-Magazin, okay. Huch, Wissen. Du hast etwas Wissen gewonnen. Einige Gegenstände, die du findest, werden Informationen enthalten, die für dich und die Kolonie nützlich sind. Finde ein Verbesserungsfunkgerät, um dieses gefundene Wissen zu verwenden, um permanente Verbesserungen für Freiwillige zu erforschen. Keine Sorge, alle Wissenspunkte werden an den nächsten Freiwilligen weitergegeben, wenn dieser stirbt. Oh, Gott sei Dank. Das wäre hart. Ziegelsteine werfen oder? Okay. Wow, der kam voll angelaufen. Habt ihr das gesehen? Am besten Reste. Am besten schießen natürlich nicht, ne? Sonst wären die anderen aufmerksam. Eine neue Machete, nice. Okay, ich kann nochmal durchsuchen. Leer. Machete. Wo steht denn der Schaden? Ah. Okay, so eine Rohrzange. DPS 9, 18 Schaden. Dieser Gegenstand ist beschädigt. Eine beschädigte Waffe mit langer Klinge. Schnell und leistungsstark. Ja gut, die hat eine unglaublich schlechte Haltbarkeit. Kann man die Sachen reparieren irgendwie? Ausrüsten ablegen. Okay. Taschengegenstände. Huch. Okay. MT. Ah. Upsi. Okay. T war Antivirus. Oh, scheiße. Ich wusste nicht, was T, was dieses Symbol hier ist. Was das Antivirus, was Batterie ist. Ist das für die Flashlight? Ja, das ist Munition. Okay. Oh, da habe ich Mist gebaut, ey. Komm zu Daddy. Haltbarkeit. Ja, ist okay. Oh, fuck. X, wo ist X? Fuck. Hau ihn kaputt. Na, ich häng fest. Oh, nein. Oh mein Gott. Schmerztabletten, oh ja, die brauche ich auch.
Okay, da geht's raus. Ein Taschenmesser. Nice. Man Millimeterkugeln. Okay, leer. Leer, leer. Wieso ist hier alles leer, verdammt? Okay, nein, brauchen wir nicht. Das ist ein Hinterausgang. Reicht, wenn der zu bleibt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oder ging es von hier weiter? Ja, guck mal, hier geht's auch rum. Oh, cool. Hat er mich gehört? Oh, ich bin hab keine Waffe, ne? Nahkampfwaffen. Komm, scheiß drauf, wir nehmen mal die Machete. So. Lifestyle-Magazin. Nett. Gucken wir mal noch, was hier auf der Toilette ist. Leer. Da ist nichts. Hallo? Da, ja, genau. Da mache ich nur Tür zu wahrscheinlich. Hier. Oh mein Gott, ich mich erschrocken. Mehr. Puh. Hier steht aber nirgendwo, wie haltbar meine Waffe noch ist. Oh mein Gott, 4. Oh nice, ein Kanister. Reste. Wir holen uns erstmal die da. Freitags ist sie nie da. Verbände, sehr gut. Alkoholklebeband. Wir nehmen alles mit, was wir tragen. Haben wir überhaupt ein Gewicht irgendwie? Wie viel wir noch tragen können? Oder? Ah, da. 19 von 50. Wir können noch einiges tragen. Holen wir uns die Dreie da noch. Wow, 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 wow. Taschenmesser. Okay, diese infizierte Blutprobe, medizinisch. Diese leuchtenden, die rennen also. Das ist sehr gut zu wissen. Okidoki. Kugeln. Perfekto. Oh, eine Werkbank. Ah, nice. Okay. Da können wir auch noch durchsuchen. Ein Übungsbloß. Wissen plus 1. Hier können wir auch noch suchen. Tagebuch. Nochmal Wissen. Kann man irgendwie speichern? Natürlich nicht. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Da muss ich gucken, wie ich die Folgen beende. Weil rein theoretisch ist die Folge jetzt vorbei. Aber da wir nicht speichern können, ist das scheiße. Das heißt, wir müssen immer einen Bezirk fertig machen, bevor ich die Folge beende. Ist auch ein bisschen... Liegende Infizierte erledigen. Ah, alles klar. Das wollte ich die ganze Zeit wissen. Eine Waffe nur noch. 1, 2, 3, 4 Gegner haben wir da noch. Die holen wir uns jetzt auch noch. Oh, hier sind auch noch welche. Oh, da unten sind auch noch welche.
oh mein Gott, wie viele. Oh mein Gott. Stirb! Scheiße. Hau ihn eine rein. Ich will die Munition nicht verschwenden. Los, gib's ihm. Nein, 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 nein. X, 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 X. Bam, bam, bam. Ich weiß nicht, wie das mit der Munition hier aussieht. Ob man die sparen muss oder nicht. Oder ob man einfach wild um sich herum ballern kann. Oh. Hä, wo kommst du denn weg? Kommen hier immer wieder neue? Ja, tatsächlich, hier kommen immer wieder neue, ne? Der war vorhin nicht da, ich habe hier alles sauber gemacht. Okay, der war vorher nicht da. Level 1, okay. Ein Brett. Infektion und Mutation. Bin ich infiziert? Deine Infektion breitet sich kontinuierlich aus und reduziert deine maximale Gesundheit. Wann immer die Infektion einen Balken füllt, wird sie eine Mutation auslösen. Verwende Antiviren, um die Ausbreitung der Infektion vorübergehend zu stoppen. Falls die Infektion alle... Okay. Okay, ich sollte doch auf Fernkampf gehen. Ah, nee, doch nicht. Ist ja noch alles easy. Nicht viel drin. Okay. Fühlt sich gut an. Habe ich einen auf dem Rücken oder was? Hä, muss ich den jetzt auffüllen oder wie? Vier. Guck mal, vier. Ah, den hatte ich dann auf dem Rücken, ne? Habe ich gar nicht gesehen. So. Ah, cool. Okay, okay, okay. Klatsch. Ein roher Stumpf. So. Ich glaube, dann haben wir das Gebäude auch, ne? Hallo? Wieso passe ich... Hä? War ich da, bin ich da vorher nicht durchgegangen? Okay, die sind alle tot. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen auf Fernkampf gehen. Okay, ich würde sagen, wir sind hier durch. Tanke das Auto auf. Mehr passt nicht rein. Da steht schon wieder einer.
So, Freunde, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beenden einfach jetzt hier mal die Folge. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie speichern können oder so. Ich hoffe, wir sehen es in der nächsten Folge. ja, wir müssen einfach mal schauen, wie es weitergeht, weil wir jetzt schon 7 Minuten drüber sind. Entweder wir landen in der nächsten Folge an irgendeinem Checkpoint oder wir können ab hier weitermachen. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.